Wir demonstrieren am Mittwoch hier gegen die EZB, weil wir ein deutliches Zeichen gegen diese menschenverachtende Krisenpolitik setzen wollen, weil wir nicht damit einverstanden sind, dass Griechenland und Südeuropa kaputt gespart werden, dass der europäische Kapitalismus auf dem Rücken der Lohnabhängigen und Minderheiten saniert wird. Wir werden das am Mittwoch deutlich machen, dadurch, dass wir die Eingänge der EZB blockieren, dadurch, dass wir eine vielfältige Demonstration durch die ganze Innenstadt machen. Und wir sind zuversichtlich, dass dazu viele tausende Aktivistinnen und Aktivisten aus ganz Europa kommen. Absurd ist, dass die Frankfurter Polizei gerade ein Bürgerkriegsszenario an die Wand malt, was offensichtlich nur dazu dienen soll, die Menschen einzuschüchtern, sie von der Wahrnehmung ihres Demonstrationsrechts abzuhalten. Wir weisen diese Panikmache zurück. Wir wissen aus den Erfahrungen der letzten Jahre, dass es der Polizei darum geht, hier eine soziale Bewegung, einen sozialen Konflikt zu einem polizeilichen Problem zu machen. Und wir wissen auch, wer dafür politisch verantwortlich ist. Die Polizei wird hier natürlich nur vorgeschoben von Seiten der schwarz-grünen Landesregierung, die offensichtlich hier der politischen Auseinandersetzung aus dem Weg gehen möchte. Wir sagen ganz klar, die Auseinandersetzung mit der Polizei ist nicht unser Ziel an dem Tag. Wir sagen aber auch, nach den Erfahrungen der letzten Jahre, nach Einkesselungen, nach Polizeiübergriffen, nach vielen, vielen verletzten Demonstrantinnen können wir vollkommen verstehen, wenn Leute ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit in Anspruch nehmen und jetzt nicht wieder noch die andere Wange hinhalten, sondern sich darauf vorbereiten, mit Polizeiübergriffen umzugehen. Die große Unbekannte an dem Tag ist, wie gesagt, die Polizei. Es wird an ihr hängen, ob der Tag eskaliert oder nicht. Wir sind auf jeden Fall da. Und wir werden uns unser Demonstrationsrecht nicht nehmen lassen und wir werden ein deutliches Zeichen gegen diese Krisenpolitik setzen. Wir werden am 18.03. mit Tausenden nach Frankfurt kommen, um auch hier in Frankfurt endlich den Widerstand ankommen zu lassen. Es haben sich bereits Tausende in Griechenland und in Spanien auf den Weg gemacht, um dort gegen die Verelendungspolitik zu protestieren, um sich zu wehren gegen das immer gleiche Gerede der Alternativlosigkeit, dass wir müssen den Gürtel enger schnallen. Dagegen wehren sich die Leute jetzt. Wir werden das in Frankfurt am Mittwoch tun, gemeinsam mit Tausenden aus ganz Europa. Es ist absolut absurd, was die Polizei hier organisiert. Sie organisiert und bereitet den Ausnahmezustand vor. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir einen politisch erfolgreichen Tag am Mittwoch erleben werden. Wir werden mit Tausenden in die Stadt kommen. Wir werden politisch in dieses Krisenregime intervenieren. Wir sehen, dass der Widerstand absolut nötig ist. In Griechenland sind die Krankenhäuser geschlossen worden. Die Leute müssen sich entscheiden, ob sie sich was zu essen kaufen oder lebensnotwendige Medikamente. Aber auch hier in Deutschland werden wir gedemütigt. Uns wird die Luft zum Leben genommen. Wir sehen, dass alles nur noch im Wettbewerb läuft. Privatisierung, Konkurrenzdruck. Genau dagegen gehen wir auf die Straße. Wir wollen politisch intervenieren, wir werden das besonnen tun, wir werden das durchsetzungsfähig tun und wir sind entschlossen und guter Dinge, dass es auch klappen wird. Schönen guten Tag, wir sind von Blockupy TV. Dürfen wir da mal rein und mit ein paar Leuten sprechen einfach? Bitte? Warum nicht? Kleinen Moment mal. Hallo. Ich würde gerne mal die Filmaufnahmen sehen, weil das ist nicht gestattet, hier reinzufüllen. Ach so. Aber wir sehen sowieso nichts. Wissen Sie, dass es spiegelt? Trotzdem davon überzeugen, das geht. Aha.